Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um die Lufthansa Cargo ein bisschen, weil die letzten drei MD-11er ausgeflottet haben. Dann FedEx schickt die letzte fliegende MD-10 Cargo-Maschine in Rente. Da geht also auch eine Epoche zu Ende. 340er werden weniger. Die Lufthansa überlegt zwar, ob sie 340-600er wieder in den Dienst nehmen soll. Dann die Fluggesellschaft Air Catalunya. Ich kann es noch nicht mal aussprechen. Mario sagt, wer ist denn das? Habe ich nie gehört, habe ich nie gesehen. Ja, die werden auch wahrscheinlich gar nicht fliegen. Deshalb werden die auch gar nicht wichtig sein. Also das Thema direkt wieder weg. Dann gibt es einen mysteriösen Vorfall der Fluggesellschaft Fly Armenia. Die haben eine ihrer beiden Boeing 737 irgendwie von Tallinn aus Richtung Ukraine schicken wollen, die dann im Iran gelandet ist, im Iran geblieben ist. Ganz merkwürdige Geschichte werden wir auch heute besprechen. Dann natürlich denkt ihr, hey, warum kam nichts von Lufthansa außer Cargo? Es kommt jetzt natürlich auch was von Lufthansa. Lufthansa möchte sich bis, ja, viel früher als 2023 von den Staatskredit lösen. Zauberwort ist Kapitalerhöhung, soll aber zum Nachteil der Mitarbeiter sein. Trotzdem kümmert sich Lufthansa den Mitarbeiter wieder, weil sie ihnen das Virus, den Shot, die Corona-Impfung gibt. Und Eurowings Discover, eigentlich unsere neue favorisierte Fluggesellschaft, nicht wahr, Mario? Absolut, absolut. Verzögert sich auch. Das war das, warum wir die Sendung eigentlich gemacht haben, wo Mario sagte, hey, AOC nicht bekommen, Eurowings Discover sollen wir nicht live machen. Ich habe gesagt, ja, machen wir. Also ihr seht, ich habe viel wieder drumherum gebaut. Aber sie haben die Victoria-Fälle als neues Ziel avisiert. Und dann die Brüller-Meldung, die heute nochmal wirklich, nochmal uns ins Gedächtnis gerufen worden ist. Nur wer genesen, geimpft und wie war das nochmal? Getestet ist, sowas. Genesen, geimpft, getestet. Der kommt in Lufthansa-Lounges. Ist das ein Problem? Das werden wir alles und weitere Themen nach dem Intro besprechen, weil Lufthansa ein wichtiges Thema ist für uns. Also jetzt erstmal das Intro. Willkommen zurück und deshalb werde ich euch einfach nur kurz wie immer darauf hinweisen, liken, also Daumen hoch, subscriben, kommentieren, das sind die drei Sachen, die ihr machen müsst. Mario nickt wie immer sehr bedächtig und unterstützt durch seine Vorwärtsbewegung die Handlung. Glocke nicht vergessen. Ich vergesse immer die Glocke. Ihr sollt aber die Glocke nicht vergessen, damit, wenn wir live gehen, das auch mal hört. Wobei, wir haben noch nicht YouTube live gemacht. Ne? Wir machen ja immer nur Facebook live. Ja. Haben wir noch nicht gemacht. Aber dieses Nicken ist eher mehr so ein seniles Nicken. Also insofern, alles gut, Herr Korsten, alles gut. Ja, der Herr Hoffmeister, dann machen wir das doch einfach so. Also ich nicke jetzt einfach zu dem, was du jetzt sagst, zu dem Genesen, geimpft und getestet oder sowas. Du hast ja auch ganz stolz eben deine App gezeigt, dass du quasi nur geimpft bist, aber nicht genesen und getestet quasi. Ja, ich bin alles bis auf genesen. Ja, wenn man es nicht hatte, kann man davon auch nicht genesen, aber halt durchgeimpft und zumindest ermöglicht einem das ja die hoffentlich einfache Reise durch Europa. Weiter weg geht es ja leider immer noch nicht, weil unser amerikanischer Präsident seine Grenzen ja immer noch dicht hat. Ja, aber ist das aber ein Problem? Bitte? Ist das denn ein Problem, dass wenn man genesen, getestet, geimpft sein muss, um in die Lounge zu kommen, oder ist das kein Problem? Ja, also ich weiß nicht, da sich die Lufthansa ja auch vorher sozusagen an die Corona-Gastronomie-Corona-Regeln der einzelnen Länder gehalten hat, müsste sie das ja in diesem Falle auch tun. Und da in vielen Bundesländern und in vielen Gemeinden die Inzidenz so weit runter ist, dass man nur mit der Luca-App oder zumindest mit einer Registrierung auch in die Gastronomie kommt, auch in die Innengastronomie, müsste das für die Lounge eigentlich auch ausreichen. Aber da die meisten auf dem Flughafen ja ohnehin wahrscheinlich einen Test haben, weil das entsprechende Land das so gerne möchte, dürfte es in dem Falle kein so großes Problem sein. Aber so ganz kann ich es nicht nachvollziehen. Ja, aber wenn du jetzt ja so einen Fall hast, wie du ja eben erzählt hast, du wolltest von Goslar aus über Hannover nach München fliegen, dann bräuchtest du einen Test. Und
das ist jetzt für den Normalsterblichen halt ein bisschen doof, weil die Reise ja dann quasi teurer wird, beziehungsweise ist das mit den Gastronomieregeln gleich? Ist das, also ich bin ja nicht in Deutschland, deshalb bin ich ja jetzt nicht ganz auf dem Laufenden. Komme ich in die Gastronomie, ohne getestet, geimpft oder genesen zu sein? Ja, selbstverständlich. Kommt halt immer darauf an, wie hoch die jeweiligen Inzidenzen in den Gemeinden und Städten sind. Und deswegen sage ich ja, theoretisch muss sich dann jeder Flughafen an die Gegebenheiten anpassen, die auch in der Stadt herrschen oder gerade up to date sind, wo der Abflugort ist. Also in Frankfurt gelten dann dieselben Regeln am Flughafen wie in Frankfurt und Hannover wie in Hannover. Obwohl in Frankfurt gehört der Frankfurter Flughafen überhaupt noch zum Stadtgebiet Frankfurt. Weiß ich gar nicht, oder zur anderen Gemeinde. Ich weiß es nicht, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen überzogen. Vorher kam man ja auch so rein. Man durfte zwar nichts verzehren, man durfte sich nur hinsetzen. Macht jetzt irgendwie keinen Sinn. Egal, es gibt wichtigere Themen. Schauen wir mal, wie sich das da entwickelt. Vielleicht ist die Regelung ja auch schon gar nicht mehr so. Ja, das ist in der Tat ein Thema, was man natürlich beobachten muss. Also wie gesagt, ich für mich habe halt das jetzt nicht für ein Problem. Warum? Ganz einfach, weil ich ja eh aus dem Ausland komme, also einen Test haben muss, rein theoretisch und praktisch. Dann lass uns mit dem nächsten Thema weitermachen, und das ist auch im Zeichen dessen G7, wo sich der lustige Joe und die Angela aus Berlin getroffen haben auch gesprochen. Und die EU möchte diesen Streit, den es in der EU und EU und USA gibt, vor der WHO, Welthandelsorganisation, ist das WHO? Müsste eigentlich sein. World Health Organization. Und wer ist die Welthandelsorganisation? Vielleicht ist die deutsche Abkürzung, ich weiß, ihr wisst ja, wen ich meine, also im Prinzip die dafür sorgen, dass der Handel transparent bleibt. Auch hier wieder, schreibt es in die Kommentare rein, helft uns aus dieser misslichen Lage einfach. Insofern, da will man jetzt Frieden schließen, weil nämlich, wenn Flugzeuge von Airbus nach Amerika verkauft werden, dann kommen Strafzölle drauf. Wenn Flugzeuge von Amerika nach Europa verkauft werden, dann kommen Strafzölle drauf, weil man irgendwie immer Subventionen vermeiden möchte. Möchtest du uns was zu den Subventionen erklären, Mario? Weil diese Streitigkeiten sind ja irgendwie schon 17 Jahre. Ne? Das solltest du ja noch kennen. Ja, das kenne ich noch. Ich habe sie sozusagen von Anfang an sehr intensiv mitverfolgt. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber ja, es ist halt die alte Frage, dass die Amerikaner bzw. unsere Freunde von Boeing meinen, dass die europäischen Staaten Airbus mit direkten und indirekten Subventionen quasi am Laufen halten, Förderprogrammen und dergleichen mehr. Und wir Europäer meinen wiederum, dass Boeing von der US-Regierung bevorzugt wird. Man dreht sich da letztlich seit vielen, vielen Jahren im Kreise, und es wird Zeit, dass man das tatsächlich mal irgendwie aufklamüsert, denn irgendwie ist es ja wenig hilfreich, auch für den Handel, wenn man sich da ewig mit Strafzöllen belegt. Die Amerikaner dann lassen die Flugzeuge, die in Europa gebaut werden, mit Strafzöllen belegen, via Boeing oder weiß ich nicht, Whisky oder Harley Davidson. Es ist so alles ein Mist. Letztlich wäre es viel wichtiger, dass man da endlich dieses Freihandelsabkommen TTIP mal auf den Weg bringt. Ich denke, zwischen Europa und den USA, das wäre sowohl für den privaten Konsumenten, aber auch für die Industrie wichtig, dass es dort überhaupt keine Zollschranken und auch insofern keine Zölle und Steuern gibt. Es ist keine zusätzlichen. Es ist die WTO, World Treaty Organization. WHO hatte ich doch recht, ist World Health Organization. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Welthandelsorganisation im Deutschen nicht WHO abgekürzt wird. Also wie gesagt, in den Shownotes, man weiß es nicht genau. Also insofern, das ist sehr schön. Aber es ist halt wichtig, dass es abgebaut wird. Es hat ja auch kuriose Blüten gehabt, dass man zum Beispiel Flugzeuge, weil es irgendwie kurzzeitig ausgesetzt war, zu Delta ausgeliefert hat und so weiter und so fort. Ja. Flugzeuge werden ja deshalb auch in den USA hergestellt, um so etwas zu umgehen. Dann lass uns direkt mal wieder auf die Lufthansa kommen. Die Lufthansa hat ja 9, irgendwas Milliarden Kredit von der Bundesregierung und anderen Staaten in Aussicht gestellt bekommen. Ganz wichtig ist immer das Wort, dass es ein Kredit ist, was finde ich nämlich immer wichtig, damit man da nicht irgendwie denkt, das wäre jetzt so eine Almosengabe. Und ich gebe auch immer gerne eine Zahl zum Vergleich. Wenn Lufthansa wirklich das, was die Alitalia bekommen hat pro Mitarbeiter vor der Pandemie,
bekommen hätte, dann wären das 44 Milliarden einfach mal so a conto ohne Rückzahlungsverpflichtung, damit man das mal sich vor Augen führt. Die haben 3,5 Milliarden abgerufen, haben bis auf 1 Milliarde alles zurückgeführt durch Kapitalerhöhungen, wollten es bis 2023 zurückbezahlen, haben aber jetzt irgendwie 5,5 Milliarden frisches Kapital aufnehmen können wollen, man sagt nicht ganz genau wann. Und damit wäre dann der Staat verpflichtet, seine 300 Millionen zurückzugeben bekommen und die Anteile der Lufthansa würden wieder zurückgehen, richtig? Die 20%. Ja, klar, dass die Lufthansa das will. Wir alle wissen ja, dass der Staat jetzt nicht zwingend der bessere Unternehmer ist. Das hat er ja im negativen Sinne in vielen Bereichen bewiesen. Und damit strampelt sich die Lufthansa dann wieder von dem Einfluss frei. Und das ist durchaus nachvollziehbar. Und vor der Pandemie war die Lufthansa, das kann man ja nicht anders sagen, auf einem ziemlich guten Weg. Und ja, kann man nur hoffen, dass wenn diese ganzen Pandemie-Dinge vorbei sind, dass das dann so bleibt oder dass der ursprüngliche Weg wieder eingeschlagen wird. Die Lufthansa hat sich ja doch relativ stark konsolidiert mit Abbau von Flugzeugen und damit auch einhergehend den Abbau von Personal. Also ich bin da verhalten optimistisch, dass das ganz gut klappen wird. Ja, also Michael Kertlo müsste dann quasi den Aufsichtsrat wieder verlassen. Der ehemalige CEO vom Münchner Flughafen ist ja im Aufsichtsrat der Lufthansa für den Staat. Was ich aber spannend finde, ist an der Geschichte oder eher sogar unredlich, dass die Lufthansa ihre Tarifbindung unterlaufen will. Das heißt also, die Leute, die da länger arbeiten, rausjagen will, um die Kosten zu konsolidieren, ist natürlich problematisch, oder? Oh, so eine übliche Vorgehensweise von größeren Unternehmen, dass die irgendwie verschoben werden innerhalb des Konzerns. Gesundheit. Und so ganz redlich ist das natürlich nicht. Wir haben ja das Thema schon öfter gehabt. Wir sagen ja, zu einer guten und gesunden und sicheren Fluggesellschaft gehört auch entsprechend gut bezahltes und motiviertes Personal. Und insofern habe ich da schon durchaus ein paar Probleme. Aus Sicht natürlich der Führung der Lufthansa, der geschäftlichen Führung nachvollziehbar. Vielleicht findet man da noch einen sinnvollen Kompromiss zwischen Geld sparen und zufriedenem Personal. Ja, ganz wichtig. Danke für die Gesundheitswünsche. Ich habe nämlich übrigens auf dem Hauptbild ausgeblendet. Aber sehr gut. Ja. Man wollte den Leuten ja das Elend ersparen. So, auf jeden Fall, ja, Eurowings ist ja auch, oder Discover im Besonderen, ist ja auch so eine Veranstaltung, um die Kosten zu sparen. Deshalb muss man da ehrlich sein und ehrlich bleiben. Aber es ist kein Ponyhof. Ich finde es schade für die Mitarbeiter und wir werden mal sehen, was da passiert. Die UFO will ja auch die Eurowings Discover tarifieren, hat man ja auch gelesen. Also insofern wird da alles getan. Die haben ja auch die Ryanair geschafft zu tarifieren. Also eine coole Geschichte. Schreibt auch wieder die Kommentare rein unten, nachdem ihr geliked, subscribed habt und die Glocke angemacht habt. Ich werde es mit der Glocke nicht mehr vergessen. Ich glaube, ich habe mir das jetzt mal gemerkt. Vielleicht kaufe ich dir mal so eine kleine Glocke, die kannst du dann immer so läuten, dann weiß jeder. Ich war Messdiener, ich ja. Kann das. Oh ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, nächstes Thema, Fly Armenia Airways, so heißt die Bude richtig, hat ihre 737-400 aussortiert, hat aber dann eine 737-300 zur Wartung nach Tallinn hier nach Estland gebracht. Das ist ja da, woher ich sende. Und die 23 Jahre alte Boeing sollte mit einer Crew nach der Ukraine fliegen. Was wunderbar war, dass die Crew irgendwie von einer Fremd-Airline gestellt oder Fremd-Charter-Firma gestellt worden ist, ja. Weil die Crew angeblich keine Genehmigung hätte, in die Ukraine zu fliegen. Und dann sind sie halt mal eben, Visum war es, genau. Brauchen wir für Ukraine ein Visum? Weiß ich nicht, von Armenien vielleicht. Auf jeden Fall sind die dann mal eben lustig nach Teheran geflogen und da blieb die Bude dann auch irgendwie stehen. Und Witzig ist, dass man ja noch einen kleinen Zwischenstopp in Bulgarien gemacht hat
und dann eigentlich in die Vereinten Arabischen Emirate wollte, nur da hat man sie nicht landen lassen und dann ging es in den Iran. Sehr mysteriös, muss ich sagen. Man spekuliert ja, ob man die Maschine da mit Absicht hingeflogen hat, um die Handelsbeschränkungen gegen den Iran zu unterlaufen, indem man die Maschine hätte dann dagelassen. Aber dann ist sie ja dann doch irgendwie wieder zurückgekommen und man hat dann seitens Armenien der Fluggesellschaft die Lizenz entzogen. Also alles etwas merkwürdig, alles sehr, sehr merkwürdig, was da so Ja, abgeht. wobei ich zwei Sachen nicht verstehe. Und zwar die eine Sache, die ich nicht verstehe, das ist das Thema, warum wollten die in Dubai landen und sind dann bis Teheran geflogen? Das heißt also, die haben richtig viel Sprit noch dabei gehabt. Oder beziehungsweise sind die von oben gekommen, von Bulgarien, dann wahrscheinlich so irgendwie so also vielleicht kam das eher, kann sein. Aber irgendwie muss der Planer gewesen sein. Und du meinst auch, dass die dann irgendwie so das Flugzeug da hätten still und heimlich entsorgen wollen, dann hätten die halt ein neues Flugzeug gehabt, wobei man natürlich ein über 20 Jahre altes Flugzeug jetzt nicht für neu reden kann, aber im Vergleich, was im Iran fliegt, ist das schon relativ neu. Also. Wollte ich meinen, ne? Wollte ich meinen. Man hätte dir wahrscheinlich das Flottenalter um 10 Jahre verjüngen können. Damit. Mit einem Flugzeug. Der hätte ihr Genau, mit einem. Evolutionsgarten da quasi eine. Neues Spielzeug gehabt. Ja, das ist wunderbar. Ich weiß nicht, weil wenn die dann nur zu zweit waren und vollgetankt, ohne Gepäck und ohne Fracht an Bord, kommt man mit dem Ding natürlich schon relativ weit, ne? Aber ich weiß Natürlich, es nicht. also das Flugzeug war wahrscheinlich vollgetankt, die Piloten hoffentlich nicht. Also Das insofern. ist auch nicht auszuschließen, nicht bei so einer Tour. Ja, ist so eine Buckeltour. Also wie gesagt, alles sehr mysteriös. Wenn ihr einfach Ideen habt, lasst es uns wissen. Nachdem wir lange keinen Meilendeal oder beziehungsweise keine Aktion mehr promotet haben, wollte ich euch heute die Promotion von Hyatt weiterbringen. Hyatt hat ja die letzte Promotion, die läuft ja langsam aus, ist in den letzten Zuckungen, hat jetzt eine Promotion gemacht, wo sie euch anbietet 10% off, 15%, 20% oder 25% Discount. Das ist das eine Tolle. Aber das andere ist, wo man Freinächte bekommen kann. Das heißt also, man kriegt die dritte Nacht umsonst, wenn man zwei Nächte gebucht hat, wenn man drei Nächte die vierte, wenn man vier Nächte die fünfte Nacht umsonst. Muss man halt immer gucken, ob sich das wirklich lohnt. Manchmal kann man das auch kombinieren. Dass man also zweimal zwei Nächte macht, hat dann sechs Nächte, nur so als Hinweis. Ganz wichtig ist bei diesen Sachen, dass die Nächte, die es gibt, am Ende, also diese Freinacht, nicht automatisch gezählt werden. Das ist irgendwie ein Fehler in der Matrix, hätte ich fast gesagt, weil da wird dann die Freinacht nicht gezählt. Hyatt zählt aber jede Nacht. Heißt also, auch wenn ihr Freinächte habt, zählt die für euren Status. Deshalb immer bei Hyatt Bescheid sagen. Wenn ihr zum Beispiel ein Concierge-Level da habt, heißt also, ihr seid World of Hyatt Globalist, dann habt ihr einen Concierge. Schreibt ihm einfach, der macht das wieder. Ansonsten, wenn ihr einen Explorer oder einen Discover-Status habt, dann solltet ihr einfach das über die Hotline machen oder eine E-Mail oder über den Facebook-Chat. Wichtig, dass ihr daran denkt, einfach weil das eine Freinacht ist, die euch näher zum Status bringt. Das als Hinweis. Wann fängst du eigentlich bei Hyatt an zu sammeln, Mario? Ja, weiß ich nicht. Sollte ich vielleicht mal tun. Kannst du mich dort sozusagen werben in einen Status hinein? Ich kann nicht werben, aber es bringt dir leider nicht viel. Aber Na dann. Werbung ist immer gut. Also wie gesagt, ich kann dich da anmelden, das ist kein Problem. Und ich würde dich dann auch mit Ja, deiner das FT schaffen wir. Circle Adresse anmelden. Ich kümmere mich um deinen Status dann. Nein, das ist ganz reizend von dir. So kennt man dich wie eine Mutter. Dann würdest du ja Tja, auch von den aber. speziellen FT Circle Raten profitieren. Natürlich, kann man übrigens nur jedem empfehlen, der hier zuhört, das zu tun und zu noch mehr Meilen und noch mehr Status zu kommen. Ganz genau. Da wir heute natürlich keine Neuigkeiten aus der Welt vom RKI haben, haben wir trotzdem aber eine Zuschauerfrage, ne? Ja, und zwar eine sehr interessante, denke ich, und da geht es tatsächlich auch um Meilen, nämlich um zusätzliche Statusmeilen bei der Lufthansa. Und da du die Frage dort vorliegen hast, lies sie doch mal vor oder fass sie zusammen und ich denke. Also im Prinzip ist der Bernd der Frage oder mit der Frage auf uns zugekommen, wo er den Link findet, wo er sich für die Aktion für die 2000 Meilen, für die Statusmeilen, ganz wichtig, Statusmeilen für die Status. Statusmeilen, Statusmeilen,
für die Europaflug und wo er sich für die Intercont-Meilen anmelden kann. Viele haben ja eine E-Mail bekommen. Ich habe für viele meiner Kunden gesehen, die haben Hon, Circle, Senator und FTL, also immer schöne Reihenfolge. Zuerst haben die Hon, dann haben die Senatoren, dann haben die FTL die E-Mails bekommen. Und da gab es einen personalisierten Link, schweres Wort, personalisierten Link. Habe diesen Link dann auch wirklich immer gedrückt und dann danke, dass sie angemeldet sind, aber es gab keinen Link. Aber ab heute, seit dem 15.06. gibt es einen Link. Den Link habe ich unten in den Shownotes auf YouTube. Das heißt, also wenn ihr jetzt auf Facebook guckt, müsst ihr einmal warten, bis ich auf YouTube in einer Stunde hochgeladen habe. Da ist dann der Link. Und da könnt ihr euch dann anmelden, einmal für den Europaflug und für den Interkontinentalflug. Wer nicht weiß, wie die Aktion läuft, gebe ich auch nochmal kurz. Vom 1.6. bis zum 15.9. fliegen. Wer dabei 2 Flüge innerhalb Europas hat, bekommt 2.000 Statusmeilen. Wer 2 Flüge außerhalb Europas hat, also Interkontinentalflüge, der bekommt sogar nochmal 5.000. Man kann diese Aktion kombinieren, maximal sind 7.000 möglich. Und Mario hat gesagt, hey, ich muss nur einmal nach Florida fliegen und ich habe meinen Senator verlängert. Das stimmt leider fast so. Richtigerweise. Ja, wunderbar. Du hast das also, ich würde sagen, in Dieter Thomas Heck-Manier, Gedenkmanier, sehr gut, sehr schnell, sehr komprimiert erklärt. Genauso ist es. Eigentlich zu den Aktionen der Lufthansa, die es ja schon gibt, eine weitere sehr großzügige Aktion. Aber wir fragen uns natürlich, warum macht die Lufthansa das? Und unsere Vermutung ist, es haben noch gar nicht so viele Leute geschafft, trotz der großzügigen Regelungen ihren Status zu verlängern, weil Fliegen halt immer noch, zumindest in viele zu vielen Destinationen sehr, sehr schwierig ist. Was manche asiatischen Länder angeht, was Nordamerika angeht. Und das ist zumindest eine weitere Möglichkeit, sein Status, mein Konto, ein bisschen nach vorne zu bringen. Ja, das ist ja das, was ich von dir als Botschaft mitbekommen habe, dass du natürlich Angst hast, dass Lufthansa da Angst hat, dass sie viele Leute verliert und dass das halt eine Aktion ist. Und wir müssen immer wissen, das ist Juni, das heißt also, wir sind noch in der ersten Hälfte des Jahres. Heißt also, der Forecast muss nicht so prickelnd sein, wenn man sich anguckt, wie viele das sind. Wir wissen es nicht, wir bleiben gespannt. Wir hatten ja letztes Mal philosophiert, deshalb der Hinweis, schaut euch die letzte Folge an, da hatten wir ja philosophiert, was mit dem Status passieren kann. Also insofern auch hier wieder in den Shownotes. Da muss ich einmal unseren Freund Ronald reinblenden. Und zwar Ronald. Ronald kommt übrigens auch nach Tallinn zum... Sehr gut. Ja, jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das hier verkleinern kann. Das ist natürlich jetzt wieder richtig, richtig geil. Warum verkleinert er das nicht? Er ist viel zu groß. Ich muss mich damit mal... Leg den Ronald einfach über mich drüber, ich kann damit leben. Ja, der Ronald ist auch irgendwie über uns drüber gewesen, aber er ist weg. Also im Prinzip hat er geschrieben, selbst wenn man fliegen will, ist es kaum möglich. Gruß aus Idaho, USA, da wo die Kartoffeln besonders groß sind. Ja. Klar, er hat ja auch ein NIE bekommen, also ein National Interest Exception oder was, glaube ich, heißt das? Ja. Nie also, auf jeden Fall in Deutschland. Ja, klingt einfach doof, ey. Du brauchst ein Nie. Ein Nie ist immer dann, dass man das dann machen kann. Und dann nochmal einen kurzen Gruß vom Bernd. Bernd lookt uns auch zu, schaut uns auch zu live. Er sagt auch danke, dass wir ihn erwähnt haben. Dein Dank sollte ein Subscribe, ein Kommentar und ein Like sein für das Video auf YouTube und hier auf Facebook. Also danke, dass du dabei warst und insofern, Ronald hat es auch, meinte jetzt, wir hätten es richtig gesagt. Ja, ich bin gespannt, ob Ronald auch nach Tallinn kommt, weil ich hatte das so gehört, dass er nach Tallinn kommt. Ich weiß es jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr, aber wenn er in Idaho ist, dann wird das ein bisschen knapp bis Freitag. Aber, fingers crossed, dass es klappt. Wenn ihr nach Tallinn wollt, könnt ihr auch kommen, einfach auf mich zukommen. Wir sind mehr Leute geworden, als wir gedacht haben. Wir werden viel Freiluftaktivitäten haben. Wichtig ist, T-Shirt mitbringen, 28 Grad sind angeroht. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland werden soll. In Goslar am Wochenende ist da auch Sonne. Da wird es keine Sonne, da gibt es Regen. Kommt nach Tallinn, ihr wollt keinen Regen, ihr wollt auf der Sonnenseite sein. Kommt nach Tallinn. Genau. Deshalb noch ein Grund mehr. Lufthansa hat geile Flüge. Ronald sagt, Planung ist preußisch Tugend und er ist da. Also er kommt aus Idaho, er bringt die dicken Kartoffeln mit. Danke dafür. Wie lange rede ich jetzt schon wieder mit dir?
und du mit mir 27 Minuten. Ja, die halbe Stunde kriegen wir eigentlich voll. Auf Clubhouse hatten wir selten 45 Minuten Sendung, weil wir auch so viel geredet haben. Also insofern, ja. Ja, aber wir hören uns einfach gerne zu. Das ist ja auch nicht verkehrt. Also. Ja, also ich denke auch, also die paar Zuschauer, die wir haben, die sollten wir nicht da enttäuschen und sollten unsere Show zum Besten geben. Natürlich lebt die ganze Show von Mario. Mario, du bist ja auf der anderen Seite. Nicht da? Na, dann bist du da. Und dem nee, Lars andere Seite. Nee, andere dann, Seite. Du dann bist andere. Da. Da, jetzt ist richtig. Jetzt bin ich da, du da. Du siehst den Kontrollbildschirm nicht im Gegensatz zu mir. Das ist das so Problem. Er sieht mich nur auf Skype und er sieht ja auch mein Flugzeug. Sag mal, jetzt hätte ich das Modell fast kaputt gemacht. Gott. Ich sehe das. Modell ja auch. Er sieht es in Gänze, aber ich muss mir mit ihm ja den Bildschirm teilen. Ich gebe euch einmal den kompletten View. Mario weg. So sieht aus, wie Mario mich sieht. So sieht aus, wie ihr, wie ich Mario sehe. Und so sehen wir aus, wenn wir beide zusammen da sind. Ich weiß nicht, was besser ist, auch hier unten. Wieder. Ich empfehle euch die Shownotes und die Kommentare. Da hinterlasst ihr alles, was euch belastet, Sorgen, Ängste und Nöte und was ihr denkt. Ansonsten, ja, wenn ihr dabei sein wollt, sollen wir nicht auch mal Leute interviewen oder so? Oder so ein Clubhouse-Format auf live machen? Ich muss mal gucken, ob das geht. Ja, das sollten wir mal in Angriff nehmen mit vielleicht ein, zwei interessanten Gästen aus der Luftfahrtindustrie oder Leute, die sich vielleicht in dem einen oder anderen Thema noch besser auskennen als du und ich vielleicht. Gar nicht schwierig. So verkehrt. Ja, schwierig, ohne Frage, ganz schwierig. Aber nun ja, Wunder gibt es immer wieder. Ja, wir arbeiten hart daran. Wir werden das dann auch veröffentlichen. Sollten wir den Leuten auch die Möglichkeit geben, die Fragen zu stellen? Das heißt, wir sagen, wir erwarten den und den Gast und stellt eure Fragen. Ja, also wir sollten den Gast vielleicht vorher ankündigen und dann sollten wir auch über die sozialen Kanäle den Zuhörern, Zuschauern, Interessierten die Möglichkeit geben, die eine oder andere Frage weiterzuleiten, wie man das ja heutzutage so macht. Ich komme einfach näher an den Bildschirm ran. Und dann geben wir diese Fragen weiter, ganz einfach. Das ist ja ganz tricky. Mir geht und noch... Ich gehe Freitag zum Friseur. Wer meint jetzt, ich muss zum Friseur, hat recht, Freitag gehe ich zum Friseur. Also das heißt, kein Problem, Entschuldigung. Ich habe es gerade selber festgestellt. Worum ging es gerade, Mario? Ja, es ging um deine mittelmäßige Rasur. Nein, so sollten wir das auf jeden Fall machen. Ja, das harte Handtuch ist irgendwie ausgefallen bei mir. So wird Weichspüler verwendet. So ist das. Nee, ich meine, wir denke ich, haben immer ein paar mehr oder weniger intelligente Fragen, aber vielleicht sind das gar nicht die Fragen, die die Zuhörer und Zuschauer interessieren. Insofern sollten wir dann schon die Möglichkeit geben, dass man ein paar Fragen einreicht und wir reichen sie dann weiter. Und klären sie für euch. In dem Sinne, denkt daran, subscribe, like, kommentieren, Glocke. Ah, ist nicht, wir hatten Ostern schon, ne? Dann hätten wir ja vom Osterhasen die Glocke nehmen können. Ja, genau. Die gute, von dem Lindhäschen. Ohne keine Werbung. Es gibt auch von anderen was. Natürlich, es gibt auch andere Hasen außer von Lind, aber keine ist so lecker. So, vielleicht die von Kinderschokolade. Ja, weiß ich auch nicht. Die haben aber keine Glocke. Ja, müssen wir bis Weihnachten warten. Da haben dann die entsprechenden Weihnachtsmänner auch wieder ein Glöckchen. Ja, deshalb nicht nur den Sack auf dem Rücken, sondern auch die Glocke um den Hals. Da ist man so wie so eine Kuh auf dem Almabtrieb. So ist das. Ich verabschiede mich jetzt oder verabschiede du dich und ich verabschiede mich danach. Wir verabschieden uns mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten trotz der Flachserei noch ein paar gute Infos rüberbringen. Wir sind bald wieder hier auf dem Kanal oder auf welchem Kanal auch immer. Und demnächst dann vielleicht mit einem Gast aus der Branche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz genau. Deshalb like, damit wir wirklich mehr Leute sind. Wir haben gerade die 1000 überschritten. Fällt mir gerade aus, 1040, wenn ich richtig geguckt habe. Vielleicht werden wir irgendwann mal bei 10.000 landen. Ja, mindestens. Lasst uns träumen. Ja. So wie die SpaceX. Also in dem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.